Leute, was geht ab, Leute? Hunger? Ich mache mir jetzt ein Sandwich. Check gerne die Videos ab, die ganzen Daily Vlogs. Ich hatte letztens ein überhyptes Sandwich probiert, Sandwichladen. So ein Pop-Up-Store. 10 Euro das Sandwich und es war so klein. Und dann habe ich hier jetzt gerade beim Einkaufen einfach Fertig-Sandwich gesehen. Und ich hatte ja im Video gesagt, original, das schmeckt wie Fertig-Sandwich. Also nicht wie Fertig-Sandwich, es war schon ein gutes Sandwich, aber es war halt nicht viel besser als ein Fertig-Sandwich. Vom Geschmack her. Deswegen mache ich mir jetzt so eins, um mir das selber zu beweisen. Ansonsten natürlich hier, check gerne Tati Sandwiches, aka Semmeln, vom Semmelversum ab. Foodtruck. Link ist in der Beschreibung zu seinem Instagram-Account und dann könnt ihr den gerne abchecken. Gibt's Bescheid, dann schauen wir auch vorbei. Kleines Ferntreffen dort, gönnt euch Tatis Semmeln. Ansonsten ist heute natürlich Freitag, das heißt, heute wird gestreamt. Ihr seht es am Samstag, wie immer. Daily Vlogs, Leute. Yo, was geht? Daily Vlog schneiden. Ich habe gerade hier ein bisschen alles sauber gemacht, den ganzen Abwasch, Staub gesaugt und so. Und ich muss sagen, sauber machen ist echt beruhigend. Ich glaube, das liegt daran, dass, also du hast hier so ein großes Problem, den Berghaufen, den du sauber machen musst. Und dann schaffst du es halt auch tatsächlich, diesen kompletten Berg zu leeren und dann sozusagen echt fertig. Und das ist echt ein befriedigendes Gefühl, vor allem im Vergleich dazu bist du halt zum Beispiel selbstständig und dein Teller ist halt nie leer. Egal was du machst, du könntest 24/7 arbeiten und du hast immer was zu tun. Und jetzt im Vergleich dazu halt sauber machen, wirklich eine Aufgabe, du machst sie und dann ist fertig und dann siehst du das Ergebnis. Das ist echt eine nette Abwechslung, philosophisch, tiefgründig. So, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe heute nicht viel gemacht, außer einkaufen. Ich war mit einer Kollegin einkaufen, ein paar Sachen für die Wohnung holen. Schaut mal, was ich gefunden habe. 4Bro, wir haben ja mal alle Eistee-Sorten probiert, auch 4Bro. Und wir haben jetzt einen Energy-Drink, den muss ich natürlich mal testen. Und dann kommen auch gleich die Jungs, inklusive Tati. So, schauen wir mal. Standard normal, also. Ich weiß, sie haben eine neue Sorte, ich glaube Kokos, Eistee. Aber der, komplett normal. Nichts Besonderes. Was cool ist, ist immer dieses zum Aufkurbeln. Das glaube ich, ihr Gimmick, was sie so beliebt macht. Bisschen hier Glücksspiele und sowas. Oh mein Gott, was geht ab? Was geht's? Prime Time, Leute! Was geht ab, Leute? YouTube! Semmelversum ist unterwegs and Barrelicious. Chong ist am Start, er macht Stimmung, er hat ein paar Geheimnisse. Geheimer Coin, irgendwas, was der Chat nicht erfahren darf noch. Heute ja, ab, neue Sachen, krasse Sachen hat er schon geil. Jungs, ich schwöre. Neuer Tabak. Neuer Lemon Chill. Schön zitronig, fruchtig, raucht genauso krank wie Black Nana. Und einmal von Massiv, Bruderherz, Drachenfrucht, so ein bisschen süßlich. Alter, das ist mein Lieblingstabak. Leute, lieber Gott, Mann. Raucht alle. Bruderherz von Massiv. Wo schaust du dir das an? Ich schau mir Theresa an. Theresa, I love you. Ansonsten, Jungs, schön saftige Ente mit Curry habe ich gegessen. Jetzt esse ich nochmal hier was aus dem Eis. Nochmal hier für die Zuschauer. Was? Was soll ich hier kennen? Nein, diese TikTok-Video, diese zwei Mädels. Wir waren doch vor da? Diese. Nee, weil ich keine Scheiße. Ja, okay, dann eh tot, Mann. Was geht ab? Oh mein Gott, was geht ab? Wie geht's? Alles gut? Bei dir? Wir sind komplett, Leute! Chat! We are complete! Hat er schon mal gefallen? Die Sache ist die, wir gehen nur 3 Tage auf die Straße. Nicht weil wir nicht mehr wollen, sondern weil. Es gibt keinen Standort. Wir haben, nein, nicht wieder Standort. Wir hätten Standorte. Problem ist, wir haben ja noch einen Cateringer, wir haben einen Party-Service. Ja? Ja. Jetzt kommen, wenn die Anfragen kommen, können wir nicht zweigleisig fahren. Weißt du, was ich meine? Ja. Und die Anfragen kommen halt, ja. Und noch dazu ist mein Chef auch nicht auf Höhe, ja, weil seine Frau ist, ist schwer krank. Ja? Und deswegen. Es ist halt gerade ein bisschen schwierig. Ja. Kann auch sein, dass wir das vielleicht
erstmal canceln, komplett, ja, je nachdem wie der Party-Service wieder anläuft jetzt, canceln wir vielleicht halt das und sagen halt dann, dass wir das im nächsten Jahr weitermachen, weil er im April läuft sein Vertrag aus, also sein... April war doch schon. Nein, im nächsten Jahr. Achso. April nächsten Jahr läuft der Vertrag aus von dem... Catering. Nein, von dem Catering halt. Ja, und er will auch nicht mehr weitermachen. Er könnte weitermachen, aber will nicht mehr. Er will eigentlich komplett... Er will auch verkaufen eigentlich, wenn er schafft. Sogar vorzeitig verkaufen. Und das wäre halt dann die Option. Aber eigentlich möchte er wahrscheinlich eher so einen kleinen Laden irgendwie irgendwo holen. Und da halt dann irgendwas machen, ja. Und wie gesagt, das mit dem Foodtruck war halt jetzt eine Idee, ja, die haben wir jetzt gemacht, das machen wir auch weiter. Wir schauen mal. Ja. Das ist halt echt ein bisschen blöde Zeit irgendwie gerade halt. Ach Leute, was geht ab? Ich habe mir ein paar, also ich habe mir Frühstück gemacht, ein paar Eier gebraten. Ja, ich habe gestern nicht viel aufgenommen. Boah, Alter. Mir ist so schwindelig geworden. Ich setze mich mal ein bisschen zurück. Mir ist auf einmal so schwindelig geworden. Kuss geht raus an Ricardo aus dem Livestream-Chat. Er meinte, ja, vielleicht ist es eine Kohlenmonoxid-Vergiftung oder leichte Vergiftung. Fenster war zu, Kohle wurde hier angemacht. Mir war im Leben noch nie so schlecht. Ich dachte wirklich, ich kipp um. Eine falsche Bewegung, eine ruckartige Bewegung und ich wäre, glaube ich, echt umgekippt. Und mir war auch so übel. Noch nie im Leben war mir so übel. Ich habe, glaube ich, echt das letzte Mal gekotzt. Also ich habe gestern nicht gekotzt, ich habe ein bisschen was ausgespuckt, so und dann so mäßig, aber ich habe nicht gekotzt. Das letzte Mal, echt, glaube ich, 2011 oder so habe ich gekotzt. Also wir haben gestern drüber ein bisschen gelacht, aber Alter, mir ging es echt im Leben schon lange, also ich will nicht sagen noch nie, weil das ist natürlich übertrieben und hart gesagt, aber schon lange nicht mehr so elend. Boah, keine Ahnung, was das war. Heftig, Mann. Richtig. Boah. Dementsprechend gestern nicht viel gefilmt. Wer im Livestream war, Kuss geht raus. War eine stabile Anzahl, obwohl wir nur da wie immer gechillt haben und gequatscht haben. Und sogar viel untereinander, also gar nicht so oft auf den Chat eingegangen sind. Das, wie gesagt, ich finde, da müssen wir noch viel dran arbeiten. Ich gehe mir jetzt erstmal Frühstück und dann kommen die abschließenden Worte, weil es ist schon der nächste Tag. Das heißt, eigentlich muss der Vlog für Samstag gedreht werden und nicht für Freitag. Schaust du mal, was ich bekommen habe? Ein Paket. Ich habe ja gesagt, ich nehme eine Kooperation an. Von irgend so einem Russen. Und ihr seht demnächst, also morgen, wahrscheinlich, was da drin ist. Ich kriege dafür kein Geld. Dafür ist meine Reichweite nicht groß genug. Aber jeder, der meinen Link benutzt, da kriege ich Anteile. Aber ich denke nicht, dass ich da einen einzigen bekomme. Aber es ist eine coole Sache. Macht wahrscheinlich Spaß. Schaut mal, was da drauf steht. Ironisch. Freunde für immer. Passend zu unserer Situation momentan. Zufällig gab es gestern eine kleine Reunion und da haben sich auch ein paar Leute ausgesprochen. In ihren privaten Gesprächen, ich nicht. Mit Absicht und aus Trotz habe ich das nicht gemacht, weil ich hatte das Gefühl, wir haben ein Gruppenproblem. Und endlich waren die Karten alle halbwegs offen für alle. Und das sollte halt meiner Meinung nach auch in der Gruppe dann besprochen werden, weil das Problem entstand ja dadurch, dass nicht alle auf derselben Wellenlänge waren und nicht alle Karten offen waren. Und dann werden halt wieder direkt nur Privatdiskussionen geführt. Dann gab es halt die Privatgespräche und die Karten wurden meiner Meinung nach wieder verdeckt und gemischt, weil nichts gegen Privatgespräche, aber die sind für private Probleme. Meiner Meinung nach ist das ein Gruppenproblem. Falls jemand ein privates Problem mit mir hat, kann er gerne mit mir dann ein privates Gespräch suchen, aber ich habe mit keinem eins, wie gesagt, ich habe kein Problem mit Barisch, no ill will, wie man auf Englisch sagt. Dementsprechend, aus Trotz habe ich da kein Gespräch gestern mit ihm gesucht, auch wenn die anderen zwei das gemacht haben. Wenn wir zusammen in der Gruppe jetzt sind, wenn Nico auch am Start ist, vielleicht auch wenn Dimi, wenn wir das auch mit Dimi klären wollen und da dann alle über das reden, dann bin ich gerne dabei, aber privat habe ich da nichts zu klären. Ich habe ein Video gemacht, wo ich meine Lage dargestellt habe, darauf habe ich Feedback bekommen und ein paar Sachen dann richtig gestellt oder erweitert und meine Meinung geändert zu einigen Sachen und dazu habe ich dann ein Video Nummer 2 gemacht und das ist meine Situation, also das war es auch von mir, also ich suche da kein weiteres Gespräch. Wie gesagt, wenn jemand ein Problem persönlich mit mir hat, kann er gerne zu mir kommen, dann machen wir das. Oder eben in der Gruppe dann. Aber von meiner Seite aus war es das. Ich habe alles gesagt. Ich habe gegenüber keinem Probleme oder Ill Will. Und das war's.
meiner Meinung nach, wenn weiteres besprochen werden sollte, außer jemand hat persönliches Problem mit mir, aber sonst sollte das meiner Meinung nach in der Gruppe dann stattfinden, damit jeder wieder auf demselben Stand ist, weil das war das Ursprungsproblem, dass wir nicht alle auf demselben Stand sind, waren und wir uns untereinander nicht alle vollkommen verstanden haben. Vielleicht ist das auch nur meine Ansicht und ich liege vollkommen falsch, aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch, investiert in Bitcoin und ciao.